Hallo, vorweg, ich bin ein Amateur und dieses Video ist für Amateure. Ich bitte um Nachsicht. Heute möchte ich euch zeigen, wie man aus Kalium-Aluminiumsulfat, kurz genannt Kalialaun, Impfkristalle, Kristalle und extravaganten Weihnachtsschmuck herstellt. Das sind schon mal die Impfkristalle. Daraus könnt ihr tolle Kristalle machen. Diese könnt ihr mit Lebensmittelfarbe einfärben. Seht ihr das, wie schön die glitzern? Dann habe ich hier noch einen großen Kristall. Der dauert ungefähr 6 Wochen, bis er die Größe erreicht. Und hier sind meine extravaganten Christbaumteile. Hier habe ich einen Tannenbaum gemacht. Das zeige ich euch nachher auch, wie man das macht. Dann hier ist eine Sternschnuppe. Eine Kugel. Die glitzert auch toll. Ihr könnt eurer Fantasie freien Lauf machen. Ach, ihr könnt euer Fantasie freien Lauf lassen. Dann habe ich hier noch ein kleines Herzchen. Und ein Teelicht. Das ist auch ganz leicht herzustellen. Dafür benötigt ihr einfach den Deckel von einem Marmeladenglas. Siehe Rückseite. So, jetzt zur Praxis. Zur Herstellung von Impfkristallen benötigt ihr ein Marmeladenglas, Lebensmittelfarbe in der gewünschten Farbe und einen Glasbehälter, in dem ihr die Kristalle züchtet. Zuerst nehmt ihr die Lebensmittelfarbe und gebt sie in den Behälter, so viel wie ihr möchtet. So. So sehen Sie, seht ihr? Darauf kommt sehr heißes Wasser. Und dann fügt ihr das Kalium-Alaun hinzu. Das sieht so aus. Und ihr gebt so viel in das Wasser, bis sich keine Kristalle mehr auflösen, dann ist nämlich die Lösung hier gesättigt. So, jetzt müsst ihr sehr gut umrühren, damit sich alle Kristalle auflösen. So, nichts mehr zu sehen. Dann müsst ihr noch etwas nachgeben. So, das müsste ausreichen. Die Ränder müssen alle frei sein von diesem Alaunpulver. So, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Auf dem Löffel vielleicht. Jetzt bleiben kleine Kristalle auf dem Löffel liegen. Das heißt, die Lösung ist gesättigt.
Nun gebt ihr davon etwas in die Glasschale. So. Diese Schale stellt ihr jetzt für 2 bis 3 Tage an einem ruhigen Ort, am besten erschütterungsfrei. Und nach 2 bis 3 Tagen habt ihr dann bilden sich dann solche Kristalle. Die könnt ihr unbehandelt sehen, die Kristalle so aus, und das sind alles eingefärbte Kristalle. So, um aus diesen Kristallen aus diesen Imp-Kristallen einen schönen großen Kristall herzustellen, bindet ihr einen Imp-Kristall an eine Schnur und hängt sie in die Lösung. Aber bitte darauf achten, dass die Lösung runterkühlt auf handwarm. Ich hatte das schon mal und habe einen Impfkristall reingehängt im kochendes Wasser. Nach 2 Stunden hat sich der Kristall aufgelöst. Das sollte jetzt nicht mehr passieren. Hier habe ich schon mal eine lauwarme Lösung hergestellt. Ihr nehmt einen Kugelschreiber oder was auch immer, bindet den Impfkristall dran. Und hängt ihn so in die Flüssigkeit, dass er den Boden nicht berührt und er vollkommen abgedeckt ist. So, jetzt kommen wir zu dem Tannenbaumschmuck. Dann nehmt ihr Pfeifenputzer, die gibt es in allen Farben. Und formt euch was auch immer. Das soll jetzt einen Pilz darstellen. Dafür braucht ihr eine Klebepistole. Seht ihr? Einen Teller mit Kali-Alaun-Kristallen. Und das war's eigentlich schon. Jetzt muss ich kurz warten, bis die Pistole heiß wird. Das geht bei diesem Gerät ziemlich schnell. Und schon fertig. Und nun gebt ihr mit dem Heißkleber eine Linie drauf. So dick wie ihr möchtet. Und dann taucht ihr den Pilz ins Kali-Alaun. Hä? Ups. Danach sieht der Pilz so aus. Und jetzt die andere Seite. Mit Heißkleber benetzen. Und wieder ins Bad hinein und andrücken. Danach bitte
die überschüssigen Fäden von dem Pilz entfernen. Und dann hängt ihr den Pilz in die Lösung, die ihr hergestellt habt, für ein, zwei, drei Tage hinein. Und ich zeig euch mal, ich habe gestern einen Pilz gemacht. Ach, einen Nikolausstiefel. Den zeige ich euch mal kurz. Der hängt hier noch in der Flüssigkeit. Der sieht nach einem Tag, haben sich schon schöne Kristalle gebildet. Seht ihr das? Der muss aber noch einen Tag in der Flüssigkeit bleiben, bis er schöner auskristallisiert ist. Dann habe ich noch einen sehr großen Kristall. Der dauert aber mindestens 6 Wochen, um die Größe zu erreichen. Ich hole ihn mal aus der Lösung raus. Schaut euch mal dieses Exemplar an. Da hat sich doch die Arbeit gelohnt. Und wie gesagt, die Farbe, wie ihr den Kristall haben wollt, entscheidet ihr selber, indem ihr Rot, Grün, Blau etc. an Lebensmittelfarbe der Lösung zugebt. Und dann entstehen diese wunderschönen Kristalle. Dann habe ich noch einen Tipp. Lasst die Kristalle trocknen und sprüht sie später.